Und ich heiße Sie erstmal vorab ganz herzlich in unserem Fraktionssitzungssaal als Gäste der Union ganz herzlich willkommen. Fachgespräch der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Die Gruppe der Frauen in der Unionsfraktion will heute mit Experten diskutieren, wie sich die Radikalisierung junger Menschen aufhalten lässt. Genau diesem Phänomen möchten wir uns jetzt im Fachgespräch zuwenden. Wir möchten Hintergründe klären. Welche Größe hat die Gruppe eigentlich? Von wie viel Unterstützern müssen wir in diesem Dschihad, bei den Dschihadisten insgesamt ausgehen? Und warum lassen sich diese jungen Menschen, vor allem auch natürlich Mädchen und Frauen, so leicht verführen? Stefan Meyer, der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, erklärt zunächst die Dimension des Problems. Mehr als 650 junge Menschen aus Deutschland sind bereits nach Syrien und in den Irak ausgereist, um die Terroristen des sogenannten Islamischen Staates zu unterstützen. Das Internet spielt eine wichtige Rolle, YouTube, die sozialen Netzwerke spielen eine wichtige Rolle. Aber die Mehrheit derjenigen, die sich radikalisieren lassen, werden ganz konkret angesprochen durch Imame. Doch warum werden junge Leute zu Extremisten? Einfache Antworten hierfür gibt es nicht. Jugendrebellion gegen die bestehenden Normen und Werte werden als Ursache genannt. Fehlende religiöse Bildung, Perspektivlosigkeit, aber auch eine latente Islamfeindlichkeit in Deutschland. Dieses Problem ist nicht ein Problem von Muslimen, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und der Ansatz ist, dass wir in allen Bereichen in Deutschland Chancengerechtigkeit schaffen müssen, damit wir eben diese Diskriminierungserfahrungen runterschrauben können. Ja? Wenn ein junger Mann aus welchen Gründen auch immer sich am Rande der Gesellschaft fühlt, dann wird er sich immer von extremistischen Gruppierungen einfangen lassen. Die wesentlichen Erkenntnisse sind zum Beispiel Religionsunterricht als Imprägnierungsmittel gegen solche radikalen Tendenzen. Wir müssen die Jugendlichen ertüchtigen, um falsche Ideologien erkennen zu können. Das war eine ganz zentrale Aussage. Und eine weitere zentrale Aussage war, dass wir uns natürlich sehr frühzeitig im Rahmen beispielsweise einer existierenden Hotline um die Jugendlichen kümmern müssen, Ansprechpartner sein müssen für Jugendliche, die sich in ihrer Familie nicht mehr zurechtfinden, die sich möglicherweise in der Schule angegriffen fühlen. Solche Dinge wie eben die Hotline beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge muss man unterstützen, müssen wir weiterhin fördern. Das sind ganz zentrale Punkte.